Herzlich willkommen aus dem Zürcherminis in Aue. Heute habe ich mal Magermilchjoghurt dabei. Nee, Spaß beiseite. Wir sind also vom Gehege der chinesischen Baumhirnchen. Und da gibt es also heute mal Neuankömmlinge. Wir selbst haben 4 Mädchen da und da kommen heute noch mal 2 Jungs und 2 Mädchen dazu. Da wird man bald hier auch wieder Nachwuchs haben. Und die sind jetzt also eine ganze Weile gereist. Und damit die mal rauskommen aus den Kisten, würde ich ohne Umschweife gleich loslegen. Auf geht's! So, wir sind jetzt also angekommen im Innengehege. Wir lassen die Tiere grundsätzlich immer erstmal ja, dort raus, wo sie dann auch wohnen sollen. Man sieht gleich hier die Kisten, wo die also dann auch drin schlafen, damit die wissen, okay, hier gehöre ich hin. Und damit die sich jetzt auch gleich gut einleben, habe ich also mal ein paar Leckerbissen mitgebracht. Das sind einfach Mehlwürmer und Haselnusskerne. Die verteile ich jetzt hier, die lege ich überall hin, dass die Hirnchen, wenn sie jetzt Hunger haben sollten, was ich nicht glaube nach dieser Reise, gleich erstmal was zu fressen finden und da keine Probleme damit haben. Wie gesagt, das lege ich jetzt einfach an verschiedene Stellen im Gehege. So, das reicht schon. Und jetzt wollen wir mal in die erste Kiste reinschauen. Ja, hier steht also drauf 1,0. Das steht nicht aus irgendeinem komischen Grund dort, sondern das ist für uns, hat das eine Bedeutung. Das bedeutet also, hier drin ist ein männliches Tier. In der Tierpflege wird das also immer verwendet, dass die Zahlen in Komma geschrieben werden. Die vorderste Zahl sind immer die männlichen Tiere und die hinterste immer die weiblichen Tiere. Ja? Also wir haben auch eine andere Kiste beispielsweise, auf der steht dann 0,1, da ist also ein Mädchen drin. Wir fangen aber mit den Jungs an, weil die sind hier bestimmt lieber gesehen. Wir haben ja schon 4 Mädchen und ja, dann lassen wir mal unsere Jungs jetzt raus. Machen wir mal auf den Deckel. Sitzt da auch schon der kleine Kerl. Hat natürlich noch Angst, aber das wird schon gleich besser, denke ich. War ja eine beschwerliche Reise hierher. Gut, jetzt lassen wir nach und nach also auch die anderen rein. Ist gut, ja, hier ist also das nächste drin. In jedem Behältnis 1. Und die lassen wir jetzt alle nach und nach raus. Ist gut. Dann kann man das mitnehmen. Ja, das ist jetzt das erste Mädchen, was wir rausgelassen haben. Aber die stellt sich ein bisschen geschickter ein. Die geht den richtigen Weg. So, jetzt sind wir im Außengehege. Hier sind also unsere anderen Hirnchen. Denen war da drin zu viel Trubel. Die gehen jetzt aber sicherlich gleich mal gucken. Normalerweise ist das kein Problem, wenn man Hirnchen zusammenführt. Die vertragen sich also relativ gut. Die leben auch in Gruppen. Das ist kein Problem für die. Allerdings muss man natürlich trotzdem immer mal schauen. Es kann also doch sein, dass das ein oder andere ein bisschen, ja, hat heute gerade keine Lust oder dem war das jetzt doch zu viel von der Reise. Deswegen müssen wir da also schon schauen. Meistens ist es aber mit ein bisschen Gequieke dann auch getan. Auch die Geschlechterzusammenstellung ist natürlich ganz günstig. Wir haben jetzt hier Jungs, die können sich gut mit unseren Mädels beschäftigen. Da ist meistens dann auch gleich viel mehr Ruhe. Ansonsten müssen sich jetzt natürlich alle erstmal ihren Schlafplatz suchen. Man sieht das ja, überall haben wir so Kisten aufgehängt, in denen die dann also auch übernachten. Und da müssen natürlich jetzt erstmal noch ein paar Sachen geklärt werden mit den Neuen. Aber ich denke, das kriegen die ganz allein hin und wir schauen nur immer mal, dass alles soweit in Ordnung ist. In diesem Sinne, viel Ruhe für die Hirnchen hier, dass sie sich alle gut vertragen. Auf Wiedersehen aus dem Zürcherminis in Aue und bis zum nächsten Mal.